Jo Leute, was geht? David hier zurück mit einem kleinen Tutorial und zwar diesmal, wie ihr relativ realistische Vulkanasche erstellen könnt. Geht sehr schnell, ich versuche es unter 5 Minuten hinzubekommen und ja, los geht's. Also zum einen geht ihr auf Simulieren. Simulieren, Partikelsystem Emitter. Jetzt habt ihr das Kästchen und wenn ihr jetzt Play drückt hier auf der Timeline, seht ihr, okay, hier werden die Partikel ausgestoßen. Das heißt, dementsprechend ja, könnt ihr damit alle möglichen Partikel ausstoßen lassen. Also jetzt wollen wir das natürlich noch umdrehen und zwar gehen wir auf 90 Grad. Jetzt haben wir das ja, einmal gekippt. Quasi, wenn wir jetzt Play drücken, werden die nach oben ausgestoßen. So, jetzt brauchen wir, weil wenn wir das jetzt rendern, sehen wir nichts. Das heißt, wir brauchen zwei verschiedene Materialien. Zum einen gehen wir hier auf Erzeugen, auf Shader, einmal Pure Cluster. Das ist im Endeffekt ja die Textur fürs Rauch, für den Rauch. Und bei Erzeugen auf Pure Cluster Volume Tracer. Das ist im Endeffekt, dass er halt den Rauch darstellen kann. So, jetzt gehen wir hier unten also hier oben auf die ja, Schaltfläche, nehmen uns eine Umgebung, damit er letztendlich auch weiß, woher die Strahlen kommen. Also ja, damit er das halt auch berechnen kann. Dann machen wir hier unseren Volume Tracer auf unsere Umgebung und den Volume Tracer hier auf den Emitter. So, jetzt drücken wir mal Play und wir sehen schon mal was. Ah, ein bisschen Rauch. Das sieht immer noch nicht so toll aus, deswegen machen wir uns ein Licht. Zum einen einfach mal hier. Ziehen wir das nach oben. Und kopieren wir uns das mit STRG-C, STRG-V und ziehen das auf die andere Seite. Dann gehen wir hier auf unseren Volume Tracer und gehen auf Einstellungen, gehen auf Vulkan. Wenn er sagt, kann konvertieren, drückt Ja. Und wenn wir das rendern. Okay, das sieht jetzt immer noch nicht so toll aus. Deswegen gehen wir hier, was wir natürlich machen müssen. Selektieren zwei Lichter, gehen hier bei Schatten auf Weich, damit er natürlich auch die Schatten berechnen kann. Wenn wir jetzt nämlich mal rendern drücken, dann sehen wir, oh, das sieht doch schon mal echt cool realistisch aus. So, und das war's im Endeffekt. Jetzt ist es halt so, wenn wir das jetzt beispielsweise so durchlaufen lassen und das rendern, sehen wir das, dass die Asche endlos geht. Also jetzt nicht endlos, aber halt sehr weit nach oben. Deswegen können wir auf Emitter gehen. Wenn euch das nicht gefällt und bei der Lebensdauer einstellen. Das heißt, jetzt ist 500 Bilder, weil unsere Timeline momentan geht 100 Bilder. Heißt, das geht im Endeffekt bis 500 weiter. Wenn wir jetzt beispielsweise nur wenig haben wollen, also zum Beispiel machen wir mal 30, dann gehen wir hier auf Lebensdauer 30 Bilder. Das heißt, er schmeißt die Partikel nur raus bis zu Bild 30. Also, wenn wir das rendern, dann sehen wir beispielsweise, okay, das hört jetzt irgendwann auf. Also, hier langsam verpufft es ein bisschen. So, im sich war es das. Ihr könnt jetzt beispielsweise, wenn ihr hier wollt, aufs Material gehen, könnt ihr hier bei der Farbe Doppelklick drauf drücken. Könnt ihr eure Farbe wählen, die ihr haben wollt, könnt die Dichte einstellen, könnt ihr mal alles einstellen. Aber im Endeffekt könnt ihr das so belassen, sieht auf jeden Fall cool aus und könnt ihr schnell irgendwas erstellen, wenn ihr wollt. Genau, jetzt könnt ihr noch beispielsweise ein bisschen rumspielen, was ich auch ganz cool finde bei Emitter, weil es ja nicht immer 100% geradeaus ist, alles. Geht ihr auf Emitter und geht auf Vertikal, beispielsweise mal auf 30 Grad. Wenn wir das nämlich mal abspielen, sehen wir, okay, das ist nicht unbedingt jetzt nach 100% geradeaus, sondern ein bisschen random verteilt. Genau. So, wenn wir das jetzt rendern, sehen wir das, dass es nicht unbedingt mehr so 100% nach oben geht.
Ja, ansonsten würde ich sagen, war's das schon mal. Jetzt sind wir schon bei über 5 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr weiter meine Videos sehen wollt. Aktiviert die Glocke und auf Wiedersehen. Bis später. Ciao.